Schumbadala bom bom. Schumbadala bom bom. Okay, Leute. Ich denke mal, der eine oder andere kennt das. My Singing Monsters. Also, es ist ein sehr, sehr altes Spiel. Ja, und da kann man halt Monster aufstellen, die singen. Starten wir einfach mal. Willkommen in der Welt von My Singing Monsters. Züchte sie, füttere sie, höre ihnen zu. Vergewissere sie sich zuerst, dass der Ton auf deinem Gerät eingeschaltet ist. Jedes Monster, das du sammelst, trägt zu deinem Song bei. Lass uns mit dem Rockfuß beginnen, okay? Markt. Ach ja, gibt's übrigens kostenlos auf Steam zum Herunterladen oder Handy. Und ihr wisst ganz genau Bescheid. Monsters! Rockfuß, komm. Einkaufen, bitte. Bisschen teuer für 300, ne? Monster-Eier werden im... Monstereier werden im Brutkasten ausgebrütet. Das Ei wird aufbrechen. Fortfahren. Platzieren bitte. Okay. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, danke schön. Okay, okay, okay. Er hat's drauf. Sammeln, danke schön. Okay, wir haben 150 bekommen. Benenne den Rockfuß um. Wieso? Will ich doch gar nicht. Ziele helfen dir, in höhere Level aufzusteigen oder Monster freizuschalten. No, gar kein Problem. Tongot. Tongotto. Passt. Schließen. Nächste Mission fertig. Dankeschön. So, das bedeutet, wir kriegen bestimmt jetzt einen neuen, oder? Oh mein Gott, den Mammut, den kenne ich auch noch. Ich habe es früher auch schon gespielt. Kaufen. Mammut, komm her hier. Komm, ich kenne dich, Kollege. Einkaufen, bitte. Einige Monster brauchen etwas länger zum Brüten. Lass uns... was? Diamanten? Ja, komm. Bitteschön. Platzieren. Na komm, du nimmst neben deinem kleinen Freund hier Platz, okay? Bom. Wofür bist du denn da, wenn du nichts machst? Jupp, super, danke auch. So, baue eine kleine Bäckerei auf. Man kann hier Bäckerei abbauen. Eine kleine Bäckerei. Wow, eine Bäckerei. Wir sollten uns eine holen. Wenn wir die Monster füttern, erhöhen wir das Level und ihre Münzproduktion. Das gab's hier auch. Ja, dann geben wir uns doch mal ganz kurz eine kleine Bäckerei. Stellen wir den mal hier oben auf. Bam. Jetzt, wo wir eine Bäckerei haben, sollten wir unsere Monster einige Kekse backen. Ja, dann sollen sie erstmal anfangen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Schön. Bam. Schön. So, backe etwas bam. Leckeres. Ja, komm, da bam. Kriegen sie das eine oder andere hier, oder? Bam. Gebäck, bitteschön. Kostet leider 5 Minuten. Ja, komm, ein Diamant. So. Bitteschön, großartig. Fördere nun deine Monster, um ihre Level zu erhöhen und neue Features freizuschalten. Komm. Was kannst du denn? Füttern? Füttern? Und füttern? Man muss den wirklich Level geben? So, Tutorial abgeschlossen. Ja. Entferne einen kleinen Baum, kaufe dir einen 10-Spieler und platziere ihn. 10-Spieler? Dua? Ja gut, dann würde ich sagen, ja, ihr seid ein bisschen teuer, ne? Würde ich mal behaupten. Gut, aber hier, 10-Spieler. Bam. Einkaufen bitte. Dankeschön. So, Zeit der Liebe hat auf der Gastinsel Luftbinsel begonnen. Füge die Insel zu deiner Sammlung hinzu. Es gibt wirklich andere. Briefkasten. Oh, sammeln. Was sollen wir denn jetzt machen? Genau, der ist fertig. Was ist das hier? Warum ist dann Gern? Möchtest du das Gedächtnisspiel spielen? Bin ich perfekt da drinne? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, das und das. Okay. Das und das. Puh, viel zu schwer. Das... Easy. Es ist viel zu einfach. Bin einfach zu gut für das Game hier. Da. Okay, wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir schon Level 7 sind. Ich mach gleich schon alle fertig. Ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich hab's. Spielende. Das war's. Wir haben alles bekommen. Gib mir was Schwierigeres hier. Du hast entsperrt. Komponisteninsel, Feuerhafen, Feueroase, psychische Insel, Feeninsel, Knocheninsel, Lichtinsel, magische Heiligtum. Ja, ist gut, es reicht. Du hast entsperrt. Wollen wir jetzt nicht mit anfangen hier?
Reicht jetzt. Heureka, du hast die Zuchtstruktur entsperrt. Kombiniere zwei Monster der Level 4 aus verschiedenen Elementen, um einen neues Monstertyp zu erschaffen. Man kann die paaren. So, platzieren einmal. Dann hören wir uns doch ganz kurz mal die Musik an, ja? Wie viele gibt es denn hier? Guck mal, die ganzen, die jetzt leuchten, habe ich freigeschaltet, oder was? Einkaufen, Asse. So, was gibt es denn hier noch für Insel? Kalte. Kann ich die auch auswählen? Jede Insel hat was anderes? Na, oder? Bernstein? Okay, das ist natürlich krass, wie sich das Spiel entwickelt hat. Man kann sich die Inseln echt kaufen und es gibt so viele. So, die glorreiche Insel existiert in einer anderen Dimension. Ich will zurück. Kaufen wir noch einen. Dann leveln wir die ganz kurz nochmal. Oh, warte mal, wir haben genug Essen. So, Level 4 erreicht. Das bedeutet, wir können die halt da reinbringen, oder was? Züchten bitte. Ja, ja. Ja, den. Den. Züchten bitte. Die Zucht hat begonnen. Lass uns die Beschleunigung einen Diamanten. Das war so klar. So, herzlichen Glückwunsch zu deinen ersten Monsterhybriden. Jetzt kannst du es inkuben. Irgendwas. Nochmal beschleunigen. Du musst das Monster in einen Brutkasten platzieren. Brutkasten? Ah, hier. Ja, ja, wir platzieren dich kurz nochmal hier. Ach, er ist auch größer als er. Bist du bereit, zum Kolosseum zu reisen und zu lernen, wie man einen musikalischen Monster-Champion wird? Ja, gleich. Dafür brauchen wir natürlich jemand Neues, ne? Oh, guck mal. Was ist das hier? Schlund. Oh, cool. Den hatten wir vorher noch nicht hier freigeschaltet. Ja, let's go. Drehen. Drehen. Was habe ich jetzt bekommen? Ach, das da. Ups. Dankeschön für 7000. Schlund. Komm rein hier. Los. Bam. Du wirst auch größer, ja? Bam. Komm, du kriegst auch noch hier ein bisschen. Nice. Pass auf. Also, Aktivitäten. Kampf. Bam. Wie kämpft man hier? Willkommen. Hier nehmen Monster an freundlichen Wettbewerben teil, um die besten Darsteller aller Zeiten zu werden. Lasst uns anfangen. Ich werde Sänger einfach. Oh, kann es sein, dass man hier Skins freischaltet? Ja, sieht echt so aus, ne? Bis wohin geht denn das? Bis hierhin. Okay, die sehen cool aus. Ja, 10 Spieler. Level 1. Gegner. Team. Dann ist meiner Fluffy. Anfang. So, tick nur gegen 10 Spieler. Ja. Heiserer Schrei. Bam. Bam, 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 bam. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Du, 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 du. Okay, jetzt bin ich der Feind. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Du, 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 du. Nee! Easy. Ja, ja, Sieg für uns natürlich, ne? Aber es war wohl klar. Oh, warte mal, es geht weiter. Oh, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, oder? 99? Ich glaube aber, der gibt mir 141! Ja, ich sehe, meine Energie ist gerade am Abwinken. Ich verliere. Ja, nu? Versuche noch einmal. Ja, gut. So, okay, er hat Schneeplärren erlernt. So, Schneeplärren. Oha. Tja, Kollege, mach ich noch einmal. Stark. Easy. Guck mal, alle Stufen abgeschlossen. Du hast gewonnen. Entsperrte Kostüm, Gürtel mit Schmetterlinge und neue Trophäe ist im Briefkasten, ne? So, warte mal, aber da stand was for free. Ah, nee. Na gut, doch nicht. Okay, weg damit. Jetzt lasst uns die Trophäe auf einer anderen Insel platzieren. Wir haben eine Trophäe bekommen. Soll ja jeder zu Gesicht bekommen. Und bam! Teleportiere deine Monster zu verschiedenen Inseln. Ach, und guck mal hier, die Insel und so weiter, die können wir uns auch kaufen. Guck mal, jetzt habe ich einfach die kalte Insel gekauft. So, die sieht halt dementsprechend so aus. Und da haben wir... What is that, ein Fisch? Pizza! La. Schön! Aber alleine ist so, da fehlt noch was. Stimmt eigentlich, was wir noch gar nicht angeguckt haben. Was gibt's hier für Monster hier so? So, zeig mal hier so. Ah, okay, die gibt's also eine verschiedene Variante. Also, die kenne ich halt noch von früher, aber die kenne ich halt gar nicht mehr. Die auch nicht mehr.
Eieiei. Oh, guck mal hier. Topfbauch. Ja, let's go. Ja, dann einmal rauskommen, bitteschön. Hi. Ist jetzt nicht das Beste halt, was wir bekommen könnten, ne? Warte mal, das ist ein Monster da unten? Wir leben auf einem Kopf? Hier sind die Ohren hier an der Seite und hier... Warte mal. Das sind wirklich alles Köpfe. Der hat sogar Schnodder in der Nase. Zeitmaschine. Let's go. Einkaufen. So, mal gucken, ob es funktioniert. Warp. Zeitschleife. Die Chipmunks. Warte, das bleibt für immer so? Hört sich voll sad an, Mann. Was spiele ich hier eigentlich? So, Inseln sind halt hier solche. Was ist das denn? Null kostet die? Also für null nehme ich die doch gern mit. Ist auch ein Unterwasserwesen, ne? Ach, guck mal. Bei jeder Insel gibt es also komplett verschiedene Monster. Die hier gefallen mir irgendwie mehr als die, die ich habe. Also ich muss sagen, die gefallen mir bisher am besten. Ja gut, was das Spiel noch kann. Wie gesagt, wir schauen uns ganz kurz mal einen Trailer an. Okay. Boah, der T-Rex, geil. Eieieiei. Da, aber es hat vor kurzem ein neues Update bekommen. Ich krieg die Krise. Da. Was passiert denn da? Bye, bye. Das ist wohl eine Geschichte, wa? Guck mal, die haben sogar Merchandise. Maybe if I... What the... Was soll das denn? Also ich muss ja schon sagen, ist cool gedrehtes Video. Ist cool gemacht, muss man schon lassen. Die machen immer kleine Geschichten hier irgendwie. Ey, muss ich sagen, also für ein Handy-Game übelst gut gemacht. Es ist jetzt kein Handyspiel, was so zeigt, so hier alles fake und so weiter, weil Werbung, die auch Werbung ist, ist auch das Spiel halt. Und da gibt es halt diese Videos noch dazu und... Ja, die sehen süß aus. Crescendo Moon. Hübsch. Also, falls ihr es euch auch anschauen möchtet, wie gesagt, auf Steam könnt ihr es kostenlos spielen. Und ja, das war's dann erstmal vom Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. War auch mal was ein bisschen anderes mit Musik und so weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.